Einem Medienbericht zufolge kann die Bundeswehr ihre NATO-Zusagen und Bündnisverpflichtungen nicht erfüllen. Wie die Bild berichtet, könne die Einsatzbereitschaft der von Deutschland ab 2025 zugesagten Division nur bedingt hergestellt werden. Damit beruft sich die Zeitung auf ein Schreiben des Inspekteurs des Heeres Alfons Meis an den Bundeswehr-Generalinspekteur. Selbst das Zusammenziehen der gesamten Heeresbestände könne keine volle Ausstattung ermöglichen. Auch die Einsatzbereitschaft der 2. Division, die die Bundeswehr ab 2027 bereitstellen will, ist unrealistisch. Die Division werde in 2027 nicht ausreichend mit Großgerät ausgestattet sein, zitiert die Bild-Zeitung den Inspekteur. Ohne Gegensteuern werde das Heer im hochintensiven Gefecht nicht durchhaltefähig bestehen und auch seine Verpflichtungen gegenüber der NATO nur eingeschränkt wahrnehmen können.